So sieht unsere Küche jetzt aus. Halb leer. Because morgen kommt die neue. Es ist 13:30 Uhr, noch eine Stunde, bis wir das Kind holen und wir haben jetzt schon fleißig ausgeräumt. Alles alle. Und die Bude sieht aus. Oh, Leute. Mitten im Wohnzimmer. Und das Schlafzimmer erst. Ja. Eigentlich sollen morgen 8 Uhr die Leute kommen und aufbauen, was ja perfekt ist, weil Pia ist dann in der Kita. Und da können die erst mal machen bis 14:30 Uhr. Ach, mir fällt der Arm ab. Da können die erst mal machen, und wenn dann Pia aus der Kita kommt, ich komme auch. Wenn alles gut läuft, bin ich um 2 zu Hause, dann kann ich sie holen. Und hoffentlich können wir dann abends schon im besten Fall in unserer neuen Küche kochen. Guck dir mal hier. Was ist das? Das sieht aus, als hätten wir hier drin geraucht, aber es ist genau über dem Herd. Das ist für mich auch klein. Da müssen wir noch mal malen, Döckchen. Da hinten sind Spinnweben. Bäh. Und die kommen auch weg, das ist hässlich. Mach Ja. das ab. Päh. Und was ist mit den Löchern hier? Na, die mache ich mit Dichtungswasser ab und dann Aber, na, wo ist die Dichtungswasser? unten im Keller. Wir freuen uns aber. Wir freuen uns. Endlich mal eine schöne Küche. Ich zeige euch dann, wie es nachher aussieht, wenn wir so ein Stückchen weiter vorangekommen sind. Haushalts Schrank. Ekelhaft. Hier. So sieht es bei uns aus. Ist das eklig? Abartig. Und am meisten freuen wir uns auf diese Spüle. Hier. Kuckuck. Oh. Und hier. Ich muss aber auch. Hallo? Ich bin scharf. Ich muss zu meiner Schande hier stehen und du auch, wa? Was? Wir haben die letzten Wochen nicht mehr wirklich gründliche Putz. Ich Ja. habe abgewaschen und den Knies an der Spüle gedacht, pff, machst du sowieso in 2 Wochen gründlich. Wir haben nicht mehr wirklich uns Mühe gegeben mit der Küche. Muss ich zugeben. Das muss hier raus, oder? Ja, nach raus nicht, aber da müssen wir sauber und weiß drüber. Den kennst du raus, das ist doch alles Geld, oder? Das ist ein Diebe. Mit Schmauder. Was willst du machen? Ich will Lina abhörchen. Wo ist er? Glaube ich, ist sie weg. Wo ist denn die Lina? Willst du abhorchen? Willst du Frau Doktor spielen? Ja. Oh. Oh. Musst du den Papa abhorchen? Oh. Hier sieht schön aus, ja? Der Toaster. Und der soll doch kein Mal Bild nicht haben. abhören. Aua, das macht doch nicht so dolle. Aber das ist so, aber die Doktor. Ja, aber der Doktor macht das nicht so dolle. Doch. Nee, das glaube ich nicht. Ich mach ganz langsam, ja? Da möchte bitte sein. Und keine Angst vor Onkel Doktor haben. Ach, was tut denn weh, der dicke Bauch? Ja. Und wo wollen wir jetzt hin? Gehen in den Spielplatz. Aber vorher müssen wir noch einkaufen. Nein. Oh. Besser hier. Du bleibst besser hier. Nur Frau Mama, Papa, Alena. Frau Marlene. Frau Marlene. Okay. Wenn ich hier bleiben will. Oder kommst du vielleicht doch mit? Ja. Super. Komm, das können wir hier auch reinräumen. Frau Doktor, das kannst du noch mitnehmen. Guck mal da. Ja. Bring's bitte her. Vater, Doktor,
ohne hinzufallen. Und in dein Zimmer packen, bitte. Fräulein. Wo kommt's hin? In mein Kiste. Super. Jetzt Abi eine Schuhe anziehen. Braucht man eine Jacke, Schatz? Oh, meine Jacke. Nein, warte. Heute ist Mittwoch, ich bin jetzt gerade vom Arbeit rein und gerade ist unsere Küche fertig geworden. Stellt euch das nur vor, wir haben eine neue Küche. Ich habe ja schon einen ekligen Lappen und schon alles durchgemessen. Passt auf, ich zeig's euch. Unser Vorratsschrank. Und der Herd macht schon Probelauf. Apotheker. Oh. Da, eine ganz kleine nützliche. Spül ist geblieben. Hier haben wir nur so zwei kleine Hängen und das ist so hell. Gut, hier müssen wir noch malen. Ja, das macht aber gleich noch. Das Fenster ist alles so hell. Hier habe ich so Ausziehe. Dingens. Ich mag das. Mit dem Besteck. Hier ist so ein kleiner Vorratsschrank. Ach, und noch eine kleine Hänge. Ist die cool? Wie lange haben Sie gebraucht? 4,5 Stunden. Aha. Sehr zufrieden. Ich musste jetzt schon, hier hinten haben wir auch noch so ein kleines Regätchen. Hier wollen wir noch so ein Mülleimer-Dingens reinmachen, weil unser Mülleimer stand immer in dieser Ecke. Das hat sich erledigt. Hier kommen dann noch Regale hin oder unsere Pinnwand. Ich weiß es noch nicht. Ja, und jetzt machen wir erstmal schön große Putzen. Ne, erstmal trinken wir einen Kaffee. Erstmal einen Kaffee. Genau, hier haben wir. Moin, 8.26 Uhr, das Kind ist in der Kita, es ist jetzt Donnerstag, ich habe heute frei und sehe noch so aus, ich war aber schon duschen in der Zeit, wo Papa das Kind weggebracht hat. Jetzt starten wir durch, weil ich heute frei habe und bis 14.30 Uhr haben wir hier, können wir walten und machen und da machen wir jetzt, was machst du jetzt, die Löcher zu? Ich mache die. Hier ist auch noch ein Loch, sowas. Und sowas. Da oben. Da hinten. Dann war ich noch einkaufen gestern. War ich natürlich shoppen. Wie das so ist. Mein Stativ steht übelst doof. Jetzt filme ich hier von unten. Habe ich das geholt? Das sind so eine zwei Aufbewahrungsdinger für das Tütenzeug. Weil da brauche ich noch eine Variante. So, da können wir das so reinmachen. Und für die Katze, fürs Katzenfutter braucht ihr von euch etwas. Zum Schönmachen. Dann habe ich gekauft eine Teebox bei Kick für 3,99 €. So zum Hinstellen finde ich übelst schön. Und ein Messerblock und noch so ein Dings für die Kochlöffel und so. Und? Ach, und so ein
Mülleimer für unter die Spüle zum rein montieren. Und das macht der Papa alles dran, weil ich mache mich jetzt schminken. Also Papa macht jetzt die Löcher zu, macht weiß, macht den Mülleimer dran. Mama geht zu dänischen Betten nach und wird nochmal Geld los. Und ich muss einkaufen, unser Kühlschrank. Das ist Drama. Das ist Drama. Ich bin Rabenmutter. Aber wir verhungern nicht. Wir haben alle genug Reserven. Ich gehe jetzt einkaufen, dänisches Bett nachher verschminken. So, ich bin dann tatsächlich wieder 60 Euro, nee, mehr, 62 Euro losgeworden. Süß zu Hause, ich zeige euch natürlich, was mein Kurs war. Und guckt mal, unsere ersten Tassen mit Mr. und Mrs. Und da trinken wir jetzt unseren ersten Kaffee und die stellen wir dann in unsere erste Spielmaschine. Jetzt muss ich so trinken, dass man es auch sieht. Sind die schön? Schön. Kann du nichts sagen? Nee, kann man nichts sagen. Nee, und von eBay sind die. Und groß sind die. Also, die sind doch doof gemacht. Der Henkel muss doch hier hin, sonst sieht man es da gar nicht. Hä? Ich muss jetzt immer so trinken. Dass mach, komm mal rein hier. Zeig ich das mal. Warte. Was denn du? Du musst es vor mir halten. Das sieht aber doof aus. Nee. Tja. Ich würde fast sagen, wir sind so gut wie fertig. Hier kommt noch ein Regal hin. Das Gewürzregal muss noch. Hier haben wir was für die Dinger. Den Messerblock habe ich neu. Die Teebox, die ich gestern gekauft habe, dann war ich im dänischen Bettenlager. Sieht die nicht cool aus? Haha, da bin ich übel stolz drauf. Die Ecke, Mikrowelle haben wir jetzt hier hingestellt. Das Linchen hat ihre Ecke hier. Hier hinten haben wir unsere Wasserflaschen versteckt. Haushaltsschrank fehlt mir immer noch. Organizer. Hier an der Seite so Organizer, wo ich so abstellen kann, weil jetzt steht es da unten. Das ist jetzt auch nicht so der Wucht. Tada. Hier habe ich jetzt diese Dinger einsortiert, was ich gestern gekauft hatte. Nur genau, Fall, die machen wir schick sauber. Verbrenn dich nicht das an? Das oder alles auch immer noch Restwärme. Ach so. Ja, und ich bin mega zufrieden. Es ist übelst schön hell. Hier kommt doch nicht wieder so eine Riesenblume hin. Ja, das muss natürlich noch weg. Und die hier. Und die muss noch weg. Schön, schön, schön. So, und jetzt machen wir Lasagne, ja? Ja. Ja. Ja.